YouTube ist aktuell voll von Videos, wo Leute ihre Favoriten für 2024 vorstellen, ihre Investment- oder Aktienfavoriten. Ich mache jetzt hier auch so ein Video, möchte aber sagen, dass das eigentlich Quatsch ist, sich da nur auf ein Jahr zu beziehen. Niemand kennt die Zukunft, niemand weiß, was nächstes Jahr passieren wird und welche Assetklassen, welche Einzeltitel am besten performen werden. Meiner Meinung nach, wer nicht bereit ist, über 5 oder sogar 10 Jahre zu investieren und auch mal Verluste auszusitzen, der sollte keine Einzelaktien haben und nicht mal Index-ETFs. Das ist meine Meinung. Trotzdem habe ich hier 6 Investments rausgesucht, wo ich denke, dass die sich nächstes Jahr gut entwickelt würden. Oder anders gesagt, 6 Investments, in die ich teilweise selbst investiert bin und wo ich sage, wenn ich jetzt aus meinem ganzen Portfolio 6 Stück raussuchen müsste, dann würde ich diese wählen. Und fangen wir an mit der Nummer 1, und das ist ein ETF. Die anderen 5 sind Aktien. Und in einem der letzten Videos ETFs mit extremer Ausschüttung habe ich den schon vorgestellt. Und zwar der Global X Super Dividend. Der ist ausschüttend, und zwar monatlich, hat eine TER von 0,45%, ist kursmäßig katastrophal gelaufen. Das hat verschiedene Gründe, weil Emerging Markets drin sind, weil China drin ist. Aktuell gibt es da 13% Rendite monatlich ausgeschüttet. Das ist ein, manche würden sagen, riskantes Investment, weil eben der Kurs weiter fallen kann. Auf der anderen Seite sind die Unternehmen, die da drin sind, günstig. Sie schütten eine sehr hohe Dividende aus. Das wäre also hier meine Nummer 1, Global X Super Dividend. Investment Nummer 2 ist Teleperformance. Wir können am Kurs sehen, die sind jetzt so günstig wie vor 6 Jahren. Eine Firma aus Frankreich, die Customer Relations macht für andere Firmen, die habe ich auch schon in einem Video vorgestellt. Teleperformance Aktie, sucht mal auf meinem Kanal, beziehungsweise verlinke ich es euch vielleicht nochmal in der Videobeschreibung. Also wenn ihr bei irgendeiner Hotline anruft von Samsung oder von irgendeinem Waschmaschinenhersteller, who knows, dann geht wahrscheinlich jemand von zum Beispiel Teleperformance ran, um dort das Ganze abzuwickeln. Die haben jetzt hier ein KGV von 11, eine Market Cap von 7 Milliarden. Und wenn wir mal auf das Wachstum der letzten 10 Jahre schauen, ist der Umsatz um 13% gewachsen, der EPS um 17% und wir haben ein KGV von nur 11. Das heißt, aus der Hinsicht wirklich günstig bewertet. Ihr seht hier, wie Umsatz und Gewinne steigen. Der Free Cashflow in den letzten 2 Jahren ungefähr bei 1 Milliarde. Wir haben 7 Milliarden Market Cap, also deutlich über 10%. Es wird sogar eine Dividende ausgeschüttet. Das ist jetzt hier keine reine Dividendenaktie mit 3,2%, aber es gibt über 3% Dividende und das ist für mich hier wirklich ein interessantes Investment. Investment Nummer 3, und die habe ich jetzt selbst gekauft, da kommt noch die Aktienanalyse später dazu, ist Nexstar Media Group. Das ist wirklich ein besonderes Investment für mich, denn wenn wir hier auf den Chart schauen, kann ich mich nicht erinnern, mal eine Aktie gekauft zu haben, die jetzt noch teurer ist als vor Corona und eigentlich auch teurer als kurz nach Corona. Das heißt, der Chart ist schon relativ gut gelaufen. Sie kosten 5 Milliarden US-Dollar, 146 Dollar. Der Gründer ist hier noch CEO, selbst investiert mit ungefähr 5%, und der hat damals angefangen, in den USA lokale Fernsehstationen zu kaufen. Man kann sich das ungefähr so vorstellen wie unsere öffentlich-rechtlichen lokalen Sender in Deutschland. Das heißt WDR, MDR, Bayerisches und so weiter. Ihr kennt sie alle, NDR. Nur, dass die natürlich in den USA nicht staatlich sind, sondern hier privat. Und er hat die aufgekauft und das Fernsehsystem in den USA ist ein bisschen komplexer. Am Ende verkauft er dann die Rechte, diese lokalen Sender auszustrahlen, an die großen Netzwerkbetreiber in den USA, die dort die Fernsehsender und die Fernsehdienstleistungen den Kunden anbieten. Muss man in der Vorstellung nochmal angucken. Wir können jetzt festhalten, KGV 12, wir haben 5 Milliarden Market Cap. Wir können auch sehen, wie sie in den letzten Jahren gewachsen sind. Hier 27% Umsatz, 30% Gewinnwachstum. Das ist natürlich nicht linear, aber trotzdem ist es hoch. Und bei 5 Milliarden Market Cap haben wir die letzten Jahre 1,2 Milliarden Free Cashflow, sie zahlen auch eine Dividende aus, die ist nicht hoch, die ist aber vom Free Cashflow absolut gedeckt, 3,7%. Sie kaufen jetzt Aktien zurück, und warum das vor allen Dingen eine interessante Aktie ist für nächstes Jahr,
liegt einfach daran, dass nächstes Jahr US-Wahlen sind und da ist klar und vorhersehbar, dass da mehr Werbung geschalten wird von wahrscheinlich Trump und Biden und das kommt den Fernsehsendern zugute. Sie kaufen, wie gesagt, hier jetzt Aktien zurück in 2022, 10% der eigenen Aktien. Das ist hier auch für mich sehr interessant. Auch kein altes Video von mir. 2100 Leute haben das schon geguckt. Crash bei British American Tobacco. 10% Dividende. Und das ist hier mein nächster Tipp für nächstes Jahr. Das hier ist natürlich keine Anlageberatung. Ich bin nur Kleinanleger, so wie ihr. Und ich habe ja gesagt, BAT werde ich nicht nachkaufen, denn ich habe schon fast 3% in meinem Portfolio, habe sie aber gekauft hier in meinem Wikifolio High Yield Dividend Only, was hier übrigens auf dem Weg zum neuen All-Time-High ist. Ist natürlich nicht schwierig, weil gerade alles auf dem Weg zum All-Time-High ist, zumindest große Indizes, aber freue ich mich doch, dass das Wikifolio auch gut läuft. British American, schaut euch die Aktienanalyse an, wenn ihr tieferen nochmal reingehen wollt oder was von mir dazu hören wollt. KGV jetzt 6, 60 Milliarden Market Cap. Sie haben Schulden. Solides Geschäftsmodell vom Umsatz und Gewinn her, fast bulletproof, außer jetzt alle Länder der Welt verbieten Tabakrauchen. Sie machen einen Free Cashflow von 11 Milliarden bei einer Market Cap von 60 Milliarden, fast 20% Free Cashflow-Quote. Und natürlich ist hier die Perle, die Dividende, gezahlt aus Großbritannien. Das heißt, wenn ihr in Deutschland ansässig seid und dort Steuern zahlt, dann müsst ihr dort keine Quellsteuer in Großbritannien zahlen, sondern nur die deutsche. Und hier gibt es im Moment 9,5% Dividende. Investment Nummer 5 für nächstes Jahr, Lincoln National Corporation. Das würde ich als etwas risikoreicher ansehen, genauso wie dann die sechste Aktie. Lincoln National ist im Bereich Banken, Versicherungen, Geldanlage unterwegs. Ein altes Unternehmen aus den USA. Wir sehen hier vom Chart her, kommen mal von 60 Dollar, sind jetzt bei 25, haben hier Verluste buchen müssen 2000. Entschuldigung, sagen wir mal 2000, genau 22 und jetzt auch 2023. Aber das sind quasi Wertberichtigungen, Abschreibungen. In den letzten 2 Jahren lag ja der Free Cashflow sehr hoch bei 4 Milliarden. Wir haben eine Market Cap von 4 Milliarden und sie zahlen quartalsweise eine wirklich attraktive Dividende von ungefähr 7%, die seit 2009 nicht mehr gekürzt wurde. Das heißt, das ist hier auch ein solider Dividendenzahler. Sie kaufen auch Aktien zurück. Das einzige Problem, was es hier wirklich gibt, ist das Eigenkapital. Durch die Abschreibung Wertberichtigung in letzter Zeit ist das Eigenkapital von 22 Milliarden auf 4 Milliarden gesunken. Wir haben viel Liabilities. Das liegt aber daran, dass es eben hier bilanzmäßig Richtung Bank geht. Aber wenn Sie natürlich jetzt in negatives Eigenkapital rutschen würden, könnte es Probleme geben mit Refinanzierung und so. Deswegen ist das hier ein bisschen Turnaround-Aktie natürlich, aber solide im Moment mit Dividende und mit Kurspotenzial nach oben. Ich habe verschiedene Depots. Ihr findet die Links dazu in der Videobeschreibung. Ich kann CapTrader empfehlen. Dort kann man vor allen Dingen in den USA für nur 2 Dollar Aktien kaufen und verkaufen mit einem kleinen Spread. Wirklich ein sehr interessanter und guter Broker. Das ist quasi die deutsche Version von Interactive Brokers, darauf basiert. Das habe ich einen Affiliate-Link dazu. Trade Republic nutze ich, um Sachen zu shorten. Da liegt auch im Moment mein Cash. Da gibt es nämlich 4% monatlich ausgezahlt, auch wenn ihr schon Bestandskunde seid. Und meine quasi Hausbank ist die 822 direkt. Da habe ich auch einen Teil meines Portfolios. Da laufen die ETF-Sparpläne. Da gibt es jetzt auch für Neukunden 3,6% für 12 Monate. Und was auch ich mal für Anleihen genutzt habe, aber jetzt relativ inaktiv ist, die Consors Bank. Da gibt es 3,75% aufs Tagesgeld bis zu 1 Million für 6 Monate Wertpapierdepot und so weiter. Falls da was Interessantes für euch dabei ist, schaut in die Videobeschreibung. Zu Lincoln National habe ich auch ein Video gemacht, 7% Dividende vor 9 Monaten. Das könnt ihr euch da gern nochmal anschauen. Die letzte Aktie ist Medical Properties Trust. Das ist möglicherweise die riskanteste, wenn man zumindest auf den Chart schaut und davon ausgeht, wenn der Chart sehr gefallen ist, dann ist die Aktie sehr riskant. Sehe ich nicht so. Aber man muss schon zugeben, dass hier vor allen Dingen von der Bilanz her natürlich auch ein Risiko besteht. Wir haben jetzt eine Market Cap von unter 3 Milliarden. Die vermieten in den USA
Gebäude und Immobilien an, Krankenhäuser, an medizinische Einrichtungen. Da steht im Raum, dass sie diese wiederum finanzieren, damit die ihre Miete zahlen können und eigentlich teilweise insolvent gehen müssten. Also die Mietzahler hier an Medical Properties Trust, ich sehe das nicht ganz so schlimm oder dramatisch, denn wenn wir sehen, was zum Beispiel bei Nvidia passiert oder bei anderen Unternehmen, dann muss ich sagen, das scheint jetzt für mich erstmal nicht ein großer Negativpunkt zu sein. Kurs jetzt unter 5 Dollar, ich habe gekauft für 5 Dollar, sie kommen von 20 Dollar, sie haben ein KGV von 3, das habe ich übrigens gar nicht nochmal darauf hingewiesen. Lincoln National hat im Moment ein KGV von 3,5. Medical Properties Trust, also viele Schulden, ist ein REIT, das heißt, sie müssen alles auszahlen oder nicht alles, das ist falsch, fast alles, 90% der Dividende. Free Cash Flow 740 Millionen in den letzten, im letzten Geschäftsjahr, davon haben sie 700 Millionen als Dividende ausgeschüttet. Ihr seht, so kommt man natürlich auch auf das KGV, ein hoher Free Cash Flow. Hier gibt es natürlich eine Verwässerung, das ist nicht wirklich so schön. Und die Dividende, das ist falsch, dass es keine Dividend Reduction gibt, denn wir können sehen, sie haben hier quartalsweise 29 Cent gezahlt und zahlen jetzt 15 Cent. Damit kommen wir auf 60 Cent im Jahr. Die Aktie kostet unter 5 US-Dollar. Könnt ihr euch selber ausrechnen, dass das deutlich über 10% Dividendenrendite sind hier bei Medical Properties Trust. Mein sechstes Investment für 2024. Ich habe also diese 5 Aktien und den einen ETF jetzt hier mir in ein Depot gemacht. 2024 heißt das bei Seeking Alpha, habe jeweils ungefähr 10.000 Dollar investiert, natürlich nur virtuell, um hier die Performance über die nächsten Jahre einfach zu tracken. Und ich bin gespannt. Und was habe ich aus den letzten Jahren gelernt? Ich habe es hier schon offen. Wir schauen mal in 2023 rein, welche Aktien ich da empfohlen habe und wo sie stehen. Jeweils 10.000 Dollar investiert. Nur AMC Networks ist mit 11.000 Dollar im Plus. Das ganze Depot ist 44.000 wert. Credit Suisse ist hier komplett ausgefallen. Da gab es zwar neue Aktien, habe ich aber gar nicht eingebucht. Was hier nicht berücksichtigt wird, ist die Dividende. Was hier sonst noch drin war, letztes Jahr bei meinen Empfehlungen, also AMC Networks, Hennes Brands, Herbalife, Alibaba, Credit Suisse ausgefallen und Grupo Aval, lief ehrlich gesagt nicht wirklich gut. Und auch 2022 hatte ich einen Totalausfall und zwar mit Kiwi aus Russland. Die gibt es zwar noch, die sind in Russland handelbar, aber nicht für Europäer hier zu verkaufen. Ansonsten Viatris, Webshop, Grifols, Finvolution, wieder Alibaba. 10.000 Dollar investiert in Alibaba 2022 oder Ende 21 wahrscheinlich, wären jetzt 6.000 Dollar, hier auch 48.000. Also, meine Tipps der Vergangenheit liefen nicht gut. Problem Russland, Problem China. Jetzt habe ich kein China drin in meinem 2024er Depot. Möglicherweise wird das dann dazu führen, dass vielleicht nächstes Jahr chinesische Aktien sich sehr gut entwickeln, denn ich habe jetzt keine drin. Aber am Ende USA, USA, Großbritannien, USA, Frankreich und Emerging Markets ist der ETF. Das heißt, diesmal ohne China, trotzdem wieder mit etwas riskanteren Positionen wie Medical Properties Trust. Schauen wir mal, wie es läuft. Habt ihr Favoriten für nächstes Jahr? Schreibt sie mal in die Kommentare. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.